Hallöchen und willkommen zurück bei Minecraft mit Nizi. Der ein oder andere aufmerksame Zuschauer wird sicherlich schon gesehen haben. Ich habe, oder gemerkt haben, besser gesagt, ich habe mein Bett in dem Dorf gelassen. Ich habe aber zum Glück noch das Strohbett hier besessen. Da war ich ganz froh drüber, so konnte ich halt doch noch in Ruhe schlafen gehen. Und ich werde jetzt mir einfach mal zwei Betten noch herstellen. Ich habe schon hier die Sachen rausgesucht. Halt, ich brauche erst Holz. So. Zwei Stück. Und dann habe ich überlegt, ich werde den Esel auch was tragen lassen. Und zwar so Sachen wie die Werkbank und so. Dann kann ich da eigentlich mal schnell ran und auch ein Bett. Vorsichtshalber, da muss man Shift klicken und dann kommt man hier an das Truhen Fenster und ja, da werde ich dann ein Bett ablegen, den Ofen und so. Hier die Gummistiefel zum Beispiel. Die Rucksäcke möchte ich den nicht tragen lassen. Ich weiß nämlich nicht genau, ob wir den nicht irgendwie unterwegs verlieren und dann. Ich hatte hier auch Fackeln aufgestellt. Dann ist es mir lieber, wenn er halt Sachen trägt, die auch mal verloren gehen dürfen. Also, dass es nicht so schlimm ist. Warum? Warum kann ich die Leine nicht nehmen? Ah ja. Okay. Na gut, dann machen wir das so. Jetzt habe ich natürlich wieder einige Taschenplätze frei und kann jeden Krimskrams hier aufsammeln, der mir vor die Füße fällt oder der schon vor meinen Füßen liegt. Ich hoffe, dass das nicht zu viel ist. Also ein paar Taschenplätze habe ich frei. Diese weißen Ranken, die hier von den Bäumen wachsen, habe ich festgestellt, ergeben Fäden. Also. Wenn man mal keine Fäden zur Hand hat. Ja, du isst jetzt erstmal genau, Eselchen. Ess dich mal ordentlich satt. Hier ist schön grün. Ja, also wenn man keine Fäden hat, kann man sich da raus welche basteln. Kommst du da vorbei irgendwie? Ja, sieht gut aus. Oh, ich hasse das. Man kann auch nichts sehen. Und demnächst müsste ich mir auf jeden Fall wieder was zu essen machen. Und Werkzeuge, die gehen auch langsam zur Neige. Da brauche ich auch wieder eine Schaufel, glaube ich. Ja, mal gucken, was noch so anliegt. Aber ich wollte das jetzt da nicht machen. Ich möchte noch ein bisschen mit euch wandern, weil viel gesehen haben wir ja nicht. Wir sind ja nur durch die Wüste gelatscht und ich hoffe, dass wir hier noch irgendwas Schönes entdecken werden oder auf jeden Fall ein schönes Plätzchen finden, wo ich sage, Mensch, hier können wir uns noch mal für einen Tag oder für zwei niederlassen und in Ruhe unsere Sachen regeln. Das sind nur Blumen. Ich dachte erst, das wäre Lava. Da werden wir auch mal hier hinten lang gehen. Ich weiß immer nicht, ob der Esel damit durchpasst. Doch, sieht gut aus. Oh, ein Baum. Mit Früchten dran. Walnüsse. Okay. Ich esse nicht so gerne Nüsse. Hier bin ich, hier oben. Es ist manchmal echt komisch mit den Viechern. Okay. So. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt lang laufen. Ja, wir müssten also weiter hier lang und vielleicht haben wir ja Glück, dass wir dann da hochkommen. Das schauen wir mal. Ich nehme aber. Oh, mein Schwert ist auch bald kaputt, sehe ich gerade. Oh, ich habe zu viel gekämpft, glaube ich. Herzblättrige Schaumkerze. Okay. Niedliches, bescheidenes Blümchen. Das mag ich auch gerne.
Es gibt extrem viele Schafe hier und da wird es richtig grün da hinten. Wow. Sieht irgendwie so ein bisschen nach Dschungel aus. Ich hoffe, oh, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, es ist keiner, aber Dschungel? Nein, nicht mit dem Esel. Nicht mit dem Esel. Oh, wow. Und Wüste. Wenn wir hier vielleicht irgendwie am Rand lang. Oh, Pilzkühe, wow. Das erinnert mich so ein bisschen an Masmisalms Gebiet. Jetzt schwimme ich so schnell. Ich hoffe, der Esel kommt trotzdem mit. Ja, sieht gut aus. Der hatte auch so Pilzkühe in seiner Welt, wo er gebastelt hat. Und jetzt in die Kakteen springen hier. Nein, machen wir nicht. Boah, der Esel kommt brav mit. Das finde ich ja richtig gut. So, finden wir jetzt hier noch was oder nicht? Auf jeden Fall Riesenpilze. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob es in Dschungelbiomen auch irgendwas Besonderes gibt an Gebäuden. Aber ich möchte da jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt durchlaufen, weil das ist mir alleine schon zu blöd und kompliziert, geschweige denn mit einem Esel noch an der Hand. Wow. Da bauen sich wieder Berge auf. Nice. Jetzt bin ich ja völlig in die falsche Richtung gegangen. Ich müsste mehr so da lang. Ich stand hier. Ich bin noch nicht mal gelaufen und dann fällt die Leine ab. Nein, so nicht. Der macht, was er will. Ja, mal gucken, ob ich den überhaupt noch lange mitschleppe. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob ich es mir antun soll oder nicht. Ich meine, ich laufe ja eh nur durch die Gegend. Das ist ja nicht so, dass ich hier renne oder was weiß ich was. Schnell bewege ich mich nicht fort. Jetzt renne ich doch wieder. Wo renne ich denn hier überhaupt lang? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da, wo mich die Nase lang führt. Ja, ich weiß nicht, ich bin zu blöd, ich komme da irgendwie nicht hin. Ich muss mal die Karte kleiner machen. Jetzt gehe ich genau wieder zurück. Pieksen die auch? Ja, scheinbar schon. Die sind mir noch nie aufgefallen, die Kakteen hier, die kleinen. Na gut, dann haben wir aber mal die schönen Berge da hinten angeguckt. Und so wie es aussieht, müssen wir jetzt hier wirklich irgendwie so ein Samtkaktus. Heißt das, der tut nicht weh, wenn man da drauf tritt? Oder wie verstehe ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte es auch lieber nicht ausprobieren. Ah, du musst da reinlaufen. Und wird es schon wieder dunkel? Nein, ich will es nicht. Ich will nicht, dass das dunkel wird. Hier scheint irgendwie eine Höhle zu sein. Ich schwimme mal hier ans andere Ufer und hoffe, dass der Esel dann noch dabei ist. Und würde sagen, ich stelle mal mein Bett hier auf. Leider nichts Schönes entdeckt, wo wir hier bleiben können.
noch schnell einen Holzpfahl aufstellen, damit ich das Eselchen anbinden kann. Du kommst hier oben hin. So. Und dann kann ich mein Bettchen hier rausnehmen. Nee, das kann ich auch drin lassen. Ich nehme das aus meinem Inventar. Und hier krauchen schon die Tausendfüßler rum. Aber ich sag euch erstmal Ciao, bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Eure Nizi.